So, howdy ho Leute, welcome back und ja, wir stehen hier vor dem großen Einkaufscenter. Yo, in Siegersloop City und... Oh, dafür schluckt er sich doch direkt. Und wir werden jetzt folgendes machen, ich weiß nicht, sind das schon die Biatches? Nein, das sind sie nicht. Wir gehen jetzt alle TMs holen, die wir nicht besitzen. Erstmal muss ich gucken. Ja, also wir holen uns jetzt mal alle TMs einfach. Einfach mal alle TMs. Wir geben unser Cash-Cash-Money aus. So, und jetzt natürlich noch die Übertreiber-TMs. Ja, wir holen uns alle einmal. Das ist doch gut. Das ist doch Pro-like. So, und jetzt schauen wir mal durch, was wir alles so lernen können. So, das hatten wir eigentlich schon letztes Mal. Ich mache das mal im Hyperspeed. Bullet Seed, Sunny Day, Blizzard. Wer kann Blizzard erlernen? Kingerland kann Blizzard erlernen. Nice one. Hyper Beam. Okay, Fire Dog, lol. Light Screen, Protect, das wissen wir. Gigasauger, Thunderbolt. Kann Abraham nicht erlernen? An den, der mich vorhin gefragt hat. Genauso wenig wie Thunder. Double Team, Reflect, Fire Blast. Ist eigentlich nice one. Kommt auch direkt hier. Zack. Ja, jetzt muss man nur kurz schauen. Ja, gegen Brüller. Zack. Okay, über Rock Tomb. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich. Doni, ja. Aero Ass. Das kann Bloody jetzt übrigens, aber das brauchen wir nicht mehr. Doni kann das, lol. Okay. Und jetzt zu Gigasauger. Tja, die Wahl ist natürlich immer noch schwer. Bloody kann es natürlich auch, aber Bloody hat schon ein geiles Moveset. Shiny Viper eigentlich nicht so sehr. Und deswegen würde ich sagen, kriegt das Shiny Viper. Tja, und ich würde sagen, Screech, ne? Screech wird vergessen und Shiny Viper kann jetzt Gigasauger! Yay! Ja, wieso ich diese komische Runde gedreht habe, ich weiß es nicht. Und das ist jetzt, ja, endgültig die Entscheidung. Shiny Viper kann jetzt Gigasauger. So wird es bleiben. Die Mehrheit war dafür. Und ja, bin ich eigentlich auch für. Ist eine gute Idee. Und ja, coole Sache auf jeden Fall. Ja, das passt auf jeden Fall, freut mich und das werden wir schon irgendwie noch ändern. Das Moveset von Doni wird irgendwie noch geändert. Vielleicht kriegt er. Irgendwas. Ja. Mal schauen. Jetzt erstmal laufe ich hier rum und ich würde mal sagen. Was machen wir jetzt nächstes? Können wir eigentlich schon tauchen? Können wir, ne? Ja, das ist eigentlich auch so eine Frage, aber ich würde sagen, wir nehmen einen Sklaven dafür. Und zwar, ich glaube, wir haben noch keinen. Haben wir eigentlich eine Angel? Also ich mache jetzt mal ein paar grundlegende Dinge. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Angel haben. Doch, wir haben eine Angel. Gut. Gut, wir haben eine Angel. Jo. Da. Nein! Hyperspeed angeln ist super schwer. Komm, ich werd einen angeln. Ich werde es schaffen mit dem Hyperspeed. Nein! Ja! Nein! Nein! Okay, lieber nicht Hyperspeed. Alter, Leute. Was ist das denn für ein fucking Fick? Ah, wartet mal kurz. Wartet mal. Stimmt, hier in Rubin musste man ja anders angeln. Da musste man irgendwie gedrückt halten. Scheiße. Ja, zweimal, genau. Da haben wir es, Tentacher. Ich kann es nicht schwächen. Ich werfe einfach mal einen Superball. Zack, drin. Und da haben wir unseren nächsten Sklaven. Wie nennen wir ihn einfach? So, einfach mal Sklavoxer. Ich weiß nicht gerade sehr einfallsreich, aber was soll's. Muhaha. So, und jetzt müssen wir uns von einem Pokémon kurz mal trennen. Für die nächste Zeit. Und wer wird das nur sein? Wer kann das nur sein? Oh, Shiny Viper. Ich würde sagen... Kingerland muss kurz mal das Feld rollen. Und zack, da haben wir es. Sklavoxer. Und... Nein! Fuck!
Wir müssen ihm noch die ganzen Frames geben. Sorry. Ach Leute, das ist mal wieder lustig. Jetzt kann er Surfer, jetzt kann er gleich noch Taucher. Zack, Baby. Yes. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal in die große City. Aber, boah, wir tauchen erstmal. Dann gucken wir jetzt kurz hier mal durch, was es hier für Pokémon gibt. Komm schon. Komm, Lantern. Ich glaube, hier wurde auch nichts verändert. Ja, und das kleine Viech hier, Perlu. Naja. Ich tauche jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Ich weiß, es wird ein bisschen langweilig, der Part. Aber hier sind wir auch schon eigentlich angekommen. Geiler Schiert. Sklavoxer-Taucher. Da sind wir. Ja, in Prachtpolis-City. Prachtpolis. Geil. Und was wir jetzt hier machen, ist einmal kurz hier hochlaufen. Jo. Und das war's auch schon. Muhaha. Nein, in die Arena können wir noch gar nicht, ne? Oder? Nein, es zu. Okay, geil. Ja. Ich glaub, wir müssen weiter. Okay, ja, wir suchen jetzt erstmal das U-Boot, das finden wir sofort, aber oh Gott, ich glaube, ich habe gefailt. Moment, wo lande ich denn hier? Und wieder zurück. Okay, Leute, das wird jetzt ein halbwegs sinnloser Part, es sei denn, ich beeile mich jetzt im Hyperspeed. Ansonsten entschuldige ich mich schon mal dafür, dass ich euch 10 Minuten eures Lebens einfach mal so zack weggenommen habe. Oh, Tentacher Level 35, da werde ich doch echt. Die habe ich alle schon gebasht, ist das geil. Da werde ich doch echt, eifersüchtig. Fuck the world. Ich gehe da jetzt einfach mal kurz runter hier. Ey Leute, ich weiß gerade die Stelle nicht, OMG. Nein, das ist hier schon wieder. Hier will ich aber nicht. Raus da. Dann war es weiter rechts, Fail, 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 fail. Ja, da. Ja, hier gibt's viel zum Tauchen, aber erstmal bashen wir ein paar Leute. Und ich witzbold Tony. Kämpfe hier mit dem falschen Pokémon. Abraham, eindeutig Abraham. Shockwave. Abraham braucht jetzt ein bisschen Training. Ich mach das jetzt im Hyperspeed. Ja, der nächste Freak. Hitzekoller. Georock, interessant. Shiny Viper. Will gleich mal zeigen, was es gelernt hat. Gigasauger. Oh, yeah, geil. Ja, nochmal Abraham. Psychokinese. Und ja, cool. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte was anderes. Ja, tauchen wir hier mal ab. Sieht ganz interessant aus. Failblock. Ja, ich weiß, das war ein Scherz. Muss hier unten irgendwo. Nein, die Trainerin, die bashen wir. Hey du! Aber wir nehmen mal Abraham nach vorne, denn es ist wichtig, dass er die nächsten Level erreicht. Es wird nämlich was ganz Wichtiges passieren demnächst. Und deswegen bashen wir hier schon mal ein bisschen rum. Okay, ja, Wingull ist natürlich gar kein. Ey, komm. Du willst mir nicht sagen? Ja, wusste ich doch. Wie die alle hier Sternuhr haben. In Höhen, ja, da ist Sternuhr ein beliebtes Pokémon. Oh, auf 39 und noch nicht. Noch ist es nicht der Fall. Stattdessen bin ich auf der Suche nach. Nee. Deshalb tauche ich hier ab. Ganz klar. Da ist es doch schon. Na, was für ein Pro! So. Da sind wir auch schon. Und das hier, in dieser Höhle, dass hier so viele Team. Nein, oder? Das ist nicht euer Ernst. Fuck! Scheiße! Wir brauchen noch einen Sklaven. Fuck. Und damit dieser Part nicht allzu sinnlos erscheint. Aber es ist sinnlos. Was mache ich jetzt bloß? Ich muss was leisten in diesem Part. Aber es gibt hier keine Trainer mehr.
Nein, eine Minute nur noch. Doch, 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 da war doch einer. Richtig am Flitzen hier. Yeah! Boah, Stern, du schon wieder. Mann, habt ihr nichts anderes? Hat nicht irgendjemand mal Starmie oder sowas? Komm schon. Hm, interessant, interessant. Und da sind wir sogar schon hier. Lol. Ah, da komme ich noch nicht hoch. Das wird Finale bald demnächst. Aber so wie ich hier gerade vorankomme, eigentlich nicht. Oha. Hm. Tja. Tja. Also ich würde da mal sagen, wir sehen uns leider erst im nächsten Part. Mensch, ich würde hier nicht mal was mit im Hyperspeed. Ja, Leute, tut mir leid. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Lol. Ja, fail, fail, fail. Von mir, it's a fail. Scheiße, keine Trainer hier. Und ich dachte, auf Wasser gäbe es immer viele. Ciao.